ganz neue Erfahrung. Aber bevor ich darüber was erzähle, möchte ich mich als erstes mal hier ganz herzlich bedanken. Also für mich als Franke ist es ja ein Heimspiel hier und es ist einfach total toll, dass so viele Leute heute Abend gekommen sind. Also dafür als erstes mal von meiner Seite und auch von Stefan Franke ganz herzlich danke. Also, wie war das so, dass ihr dauernd beobachtet wurde und ständig gefilmt wurde zum Teil, dass ihr manchmal wahrscheinlich nochmal klettern musst, extra für die Kamera, wie war das für dich? Also es ist natürlich schon eine ungewohnte Situation, weil wir haben ja schon bei vielen Expeditionen immer irgendwo einen Kameramann dabei gehabt, wir haben das auch schon öfters dokumentiert für Filme, aber natürlich nie was auch nur im Ansatz von dieser Größe oder mit diesem Aufwand und von daher war das natürlich für uns am Anfang auch schon so, dass eigentlich es zwei Expeditionen waren, es war eine Kletterexpedition und es war eine Filmexpedition und diese beiden Expeditionen, die mussten erstmal ein bisschen zusammenwachsen, da hat es auch bei der ersten Expedition schon die eine oder andere Schwierigkeit und auch Reiberei gegeben, weil wir einfach eine andere Taktung hatten als dass die Filmer zum Teil hatten und so. Und der Philipp hat schon gesagt, im Endeffekt ist sehr viel dann dem Franz Hildebrandner zu verdanken, der halt ein sehr erfahrener Kletterer ist, ein Top-Kletterer und ein sehr guter Kameramann und der auch sich irgendwie sehr gut in unsere Denke reinversetzen konnte. Und so haben wir das dann irgendwie auf die Reihe gekriegt und das war sicherlich eine unheimlich spannende Erfahrung für uns beide. Stefan, für dich, weil wir es in der letzten Szene jetzt ja ganz oft gesehen haben, wie oft hast du das versucht, in Wirklichkeit, die Spalte? Das ist schon so richtig dargestellt. Also der hat uns wirklich total gefuchst, weil es ja natürlich andere Bedingungen sind, wenn man hier einen 10. Schwierigkeitsgrad in der Fränkischen probiert, als da oben. Weil wir hatten da immer, es war relativ feucht immer, dann sind manche Versuche total in die Hosen gegangen, weil es eben so feucht war. Aber das, was man in dem Film sieht, genauso dramatisch hat sich das auch dargestellt, weil wir haben eigentlich so gut wie im zweiten Anlauf, so gut wie nichts mehr für die Kamera inszeniert, weil wir hatten zwei Kameraleute dabei, die der eine war nah dran, der andere weiter weg, also die haben eigentlich alles mitgenommen, was wir dort gemacht haben. Es war eigentlich keine Minute, die wir in der Wand verbracht haben, wo die Kamera das nicht beobachtet hat und darum wurde so gut wie überhaupt nichts inszeniert. Also selbst an den Biwak-Kellern und ich denke mal, das merkt man auch in dem Film, es kommt sehr authentisch rüber. Es kommt sehr direkt drüber und auch bei den Versuchen selber, da ist kein einziger Versuch eigentlich nachgestellt oder musste nachgestellt werden, weil mir hat es oft genug runterkam. Und dann dich irgendwann verletzt du an den Filz geklatscht oder so? Ja, beim ersten Anlauf habe ich mir letztendlich, ist das dann rausgekommen, dass ich mir die Ferse gebrochen hatte. Es war keine Zerrung, sondern es war kein Trümmerbruch, aber zumindest war die Ferse gebrochen. Und ich meine, das sind halt dann solche Episoden und ich finde es auch wichtig, dass das in dem Film so dargestellt wird. Da wird auch nichts beschönigt. Es wird so gefilmt, was tatsächlich auch vorgefallen ist. Und ich denke mal, dass dieser Film dadurch weit über den normalen heroischen Kletterfilm hinausgeht, der auch mal die ganze Verletzlichkeit der Protagonisten zeigt, auch das Hadern, auch das Resignieren. Wir sind keine Helden, sondern wir sind ganz normale Menschen, die auch immer wieder sich damit auseinandersetzen müssen, wieder aufstehen müssen, weitermachen müssen und natürlich auch so einen Schicksalsschlag wie den Körper verdauen müssen. Und ich denke mal, das bringt den Film weit über einen normalen Kletterfilm hinaus. Schön, Radio-Interview, wo ihr gesagt habt, in einem Hollywood-Film würde ich auch gerne. Es sind ja genug Kletterprofis da. Fragen? Kameraleute auch in der Wand übernachtet? Zum Teil haben die auch in der Wand übernachtet, aber es wurde natürlich eine Fixseillinie hinuntergelegt und teilweise sind die auch natürlich nach oben ausgestiegen, um halt einfach Akkus zu laden, Kameraequipment wieder zu holen und so weiter. Und, aber zum Teil sind die auch, wenn wir unten noch auf dem Biwakwand waren, waren die auch zum großen Teil in der Wand dann unten im Biwak mit dabei. Hey, will noch was wissen? Gibt es so eine Dach irgendwo? Ich? Da, mutige vor! Ja, also erstmal höchsten Respekt für die sportliche Leistung und auch für die filmische Leistung. Was mich aber doch interessieren würde, ist, wo ihr die Träger her hattet und warum sie keine Schuhe anhatten.
So viel Geld hat man dann doch nicht wieder nicht. Nee, also das waren Indianer, die in dem Ort lebten, und das war auch gar nicht sicher, ob wir die Expedition überhaupt durchführen können, weil sie sind sehr sensibel, was Fremde gegenüber angeht, weil sie leben in einem hochsensiblen Umfeld. Es wird in diesem Gebiet Gold abgebaut, und dem Fremden gegenüber sind sie enorm skeptisch, weil die Indianer werden, obwohl ihnen das Land gehört, immer weiter in ihrem Lebensraum zurückgedrängt. Also wir mussten sehr behutsam mit ihnen umgehen, aber letztendlich konnten wir sie dafür auch begeistern, uns an die Wand zu führen. Wir haben denen tonnenweise Gummistiefel hingestellt, die wollten sie halt nicht anziehen, weil die nur immer barfuß unterwegs sind. Die werden wahrscheinlich bloß die ganze Zeit drüber gestolpert. Aber ich meine, ohne die Indianer wären wir wahrscheinlich auch gar nicht an die Wand gekommen, weil unsere GPS-Geräte haben unter diesem Blätterdach nicht funktioniert. Die haben sich in einer traumwanderischen Sicherheit da bewegt. Die wussten sofort, wo es lang geht, obwohl sie eigentlich auch noch nie in diesem Gebiet unterwegs waren. Also die haben so einen siebten Sinn gehabt, den man nur haben kann, wenn man auch dort aufwächst. Also es war sehr beeindruckend, auch mit welcher Gläubigkeit sie dann unterwegs waren, wie behutsam sie auch miteinander umgegangen sind, mit welcher Hochachtung sie uns gegenüber aufgetreten sind. Also wir waren wirklich sehr ergriffen, mit denen unterwegs zu sein. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Und das ist ja auch das Tolle bei diesen Expeditionen, nicht nur uns von den Einheimischen helfen zu lassen, sondern eben halt auch wesentlich mehr von ihren Lebensgewohnheiten zu erfahren. Ja, also planen tun wir immer. Das ist so eine Kinderkrankheit von uns. Also wir sind immer irgendwo am Planen, immer irgendwas am Kochen, aber das ist auch so was Besonderes, wir verraten es nicht. Also wir verraten es dann, wenn es wirklich festgezurrt ist. Also es ist schon ziemlich sicher, dass wir im Herbst, Winter wieder aufbrechen. Aber wohin genau es geht, ich denke mal, auf alle Fälle Richtung Südamerika irgendwo, wenn es in unserem Winter ist, aber das genaue Ziel wissen wir selbst noch nicht. Malbala! Morgen. Ist dieses Ziel unter dem Gesichtspunkt des Filmes rauszukommen, oder ist die Idee des Films im Nachhinein entstanden? Oder hat man gar nicht überhaupt ein Ziel, wo man einen Film drauf reagieren kann? Ja, ganz recht. Also, die Szene, die wir als Kriegsart bezeichnen, wo ihr zu dritt, glaube ich, bei dir im Wohnzimmer sitzt, die ist genau so gedreht worden, wie sie da entstanden ist. Das war, glaube ich, du bist von einem Recce zurückgekommen mit Informationen. Und es ist so geschehen, dass wir dann abgesprochen haben, dass die Information tatsächlich erst an dem Abend, dass das ursprünglich anvisierte Ziel nicht klappt, durchgefallen ist. Das haben wir im Film nicht abgebildet. Und dann war diese neue Zielfindung wirklich Gegenstand. Was man im Film sieht, ist tatsächlich eure Zielfindung vom Roraima. Und das war, glaube ich, auch immer ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Das ist oft so hin und her gegangen, das war immer, der Film hat immer abgebildet, so wie der Stefan gesagt hat, was tatsächlich passiert ist. Und insofern sind wir dem tatsächlichen Geschehen gefolgt, haben natürlich eine Auswirkung auch wieder auf die Expedition gehabt, so wie das der Holger gesagt hat, aber der Film hat die Expedition gefolgt. Das war ganz klar die Zielsetzung. So, wenn keiner was wissen will. Ah, okay. Ihr habt die Wanderung jetzt quasi in zwei Etappen gemacht. Ihr seid beide Male ziemlich an die Grenze gekommen, vom zeitlichen her auch. Wäre es überhaupt machbar, das Ganze innerhalb einer Expedition zu machen? Also, es wäre auf alle Fälle machbar. Ich glaube auch, dass es jetzt mit unserem Wissen, das wir jetzt haben, auf alle Fälle möglich wäre, in einer Expedition diese Wand zu durchsteigen. Aber unter den Voraussetzungen, die wir da vorgefunden haben, war es uns einfach nicht möglich. Wir waren sowohl vom Essen her am Limit bei der ersten Expedition, dann kam die Verletzung von Stefan dazu, dann kam dazu, dass der Fels wesentlich härter war, als wir das erwartet hatten. Das sind ja immer so Sachen, die kann man vorher nicht planen. Also ihr habt das ja im Film gesehen mit so einer großen Akkubohrmaschine, die Bohrhaken gesetzt, und wir haben ungefähr einen Bohrer für zwei Bohrhaken gebraucht. Dann war der Bohrer stumpf. So hart war dieser Fels, der war so eisendurchsetzt, dass es fast unmöglich war, da mehrere Löcher hintereinander zu bohren. Nach kürzester Zeit ging uns natürlich auch die Energie dieser Bohrmaschinen aus, und wir hatten in der Wand keine Möglichkeit nachzuladen. Das waren alles so Erfahrungen, die mussten wir erst machen, und
dann beim zweiten Anlauf konnten wir natürlich mit diesen Erfahrungen auch ganz anders agieren. Für den Laien, rein rechnerisch, wie lange würdet ihr brauchen, wenn ihr von unten von der Wand nach oben geht? Das kommt ziemlich auf die Wand und ziemlich auf die Schwierigkeit ab. Wahrscheinlich wieder mehrere Wochen. Also ich glaube nicht, dass... Oder also hast du viel trainiert? Ja, okay. Also vielleicht, wir werden ein paar Tage schneller, aber nicht wesentlich. Also es würde wieder genauso lang dauern, der Aufwand wäre wieder genau derselbe, so eine Wand zu besteigen. Also es ist bei so einer Erstbegehung ja immer so, man klettert quasi ins absolute Unbekannte. Du kletterst irgendwo ins Nirvana und weißt nicht, ob das der richtige Weg ist. Das heißt, man versucht auch immer wieder eine Seillänge, merkt dann, hoppla, da geht es nicht weiter, muss dann zurückziehen, dann ist ein ganzer Tag einfach weg, der ist futsch und man macht am nächsten Tag wieder da weiter, wo man am Vortag eigentlich schon gestanden ist. Also das ist immer bei so Erstbegehungen, gerade zum kompakten Gelände, sehr schwer, die richtige Linie überhaupt mal zu finden. Bei Felsen, die eine ganz klare Rissstruktur zum Beispiel von unten nach oben haben, wo die Linie fest vorgegeben ist, ist es natürlich schon ein bisschen leichter, weil hier am Roraima war es so, dass das meiste sehr, sehr kompakter Fels war und wir mussten also bei jeder Seillänge schauen, gehen wir mehr links, gehen wir mehr rechts und mussten immer wieder uns kontrollieren, dass wir unsere gesamte Route ungefähr von der Linie einhalten, weil wir wussten aus Überlegungen, die wir vorher angestellt haben, auch, dass wir oben diesen Riss eben erwischen müssen, der dann zur Schlüsselseilinge geworden ist, zum Showdown geworden ist. Wir wussten, links und rechts geht's nicht, wenn, dann haben wir nur eine Chance an diesem Riss. Wieder Bastian, wenn keiner eine Frage hat, gibt es eigentlich Wände, wo man nicht draufgehen kann? Gibt es Wände, wo man nicht draufkommt? Müsst ihr den Stefan fragen. Ja, da gibt es genügend junge Leute hier, die das dann machen können, was wir mittlerweile oder was wir eigentlich für möglich gehalten haben. Das Klettern entwickelt sich ständig weiter. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt jetzt die Youngsters, die hier sitzen, das ist so unglaublich, was die für ein Potenzial haben. Und die werden eigentlich den Stab übernehmen und nochmal das Klettern in ganz andere Dimensionen, auch in so großen Wänden tragen. Also mich jetzt da aus dem Fenster zu lehnen und sagen, es gibt diese Wände, es gibt natürlich diese Wände, die einfach unmöglich sind, wo auch keiner eine Chance haben wird. Aber da wird noch vieles möglich sein. Die Schwierigkeitsspirale, die dreht sich unaufhörlich weiter. Und das ist ja auch das Spannende beim Klettern und beim Bergsteigen, dass es immer neue Herausforderungen geben wird, auch für die nachfolgenden Generationen. Jetzt müssen wir leider zum Ende kommen, weil wir müssen in den anderen Saal rüber, weil da läuft der andere Film ja parallel. Aber wir haben ein Get-Together vorbereitet draußen, wenn man rausgeht. Hinten drin gibt es noch was zum Essen und zum Trinken. Und wir kommen dann natürlich selber auch dazu. Also wer noch Fragen haben sollte, wir stehen dann natürlich gerne zur Verfügung. Danke. Ja, bleibt Spaß, dass wir noch hier zusammen trinken können. Danke. Also, ganz wichtig, ich schon mal. Wie man da hinkommt, wenn Sie dann die Treppe hochgehen, Sie vorne alle waren, einfach nach rechts, Sie kommen die Treppe hoch, rechts hinten, da sehen Sie dann von einem Hersteller von Bekleidungsartikeln für den Outdoor-Bereich, aber ich bin ja nicht öffentlich-rechtlich, ich bin beim Privatradio von Marmot, sehen Sie dann eine Stadt und da gibt es dann Happa Happa und was zu trinken. Und wir kommen dann später auch, wenn wir die anderen Kinos alle abgegrast haben. Eins im Sinne der drei mit Sicherheit, Sie sehen diesen Film 2 Wochen vor dem offiziellen Start. Da kommt das in 2 Wochen in die Kinos. Das heißt, Sie haben Zeit, ihn weiter zu empfehlen. Darum geht es ja wahrscheinlich den Leuten da. Ja? Also wenn er Ihnen gefallen hat, so wie mir, weiterempfehlen. Danke fürs Kommen und bis nach Marmutstadt.